Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Es freut mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Es ist mal wieder Pickup-Zeit. Und zwar komme ich gerade frisch von der Börse in Montabaur. Ich habe gerade mal schnell alles gesichtet, was ich eigentlich gekauft habe. Ein bisschen kurz reingespielt, ein paar Videoaufnahmen gemacht für dieses Video, damit ich euch auch ungefähr sagen kann, was ich dort gekauft habe. Ich habe dezent eskaliert, würde ich mal sagen. Und zwar habe ich auf so einer Börse, da tue ich mir immer eher so ein bisschen zu viel Geld rein als zu wenig. Nicht, dass man irgendwas Tolles sieht, was man unbedingt haben wollte, und dann hat man das Geld nicht dazu. Und ja, irgendwie, ach, das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir. Ich glaube, man darf mich nicht unbedingt alleine auf diesen Börsen rumlaufen lassen. Aber es war eine fantastische Veranstaltung. Ich habe viele, viele schöne, bekannte Gesichter gesehen. Der Retro Joe war natürlich da mit seiner Frau. Dann die Maren war da. Dann habe ich ganz viele neue Leute kennengelernt. Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Wie gesagt, mein Namensgedächtnis ist auch immer nicht gerade das Beste. Das heißt, ich habe vielen die Hand geschüttelt und viele begrüßt. Der Wii war da und so weiter und so weiter. Wenn ich euch jetzt vergessen habe bei der Aufzählung, bitte, bitte sagt mir nicht böse. Ich bin einfach zu verpeilt, was Gesichter und Namen angeht. Ich habe auch nicht eine angesprochen, die ich gesehen habe, weil ich finde das immer so ein bisschen störend, wenn die sich gerade unterhalten, wenn man dann so, tada, hallo, ich unterhalte dich mit mir. Das finde ich immer so etwas, ja, ich bin immer etwas zurückhaltend auf jeden Fall. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich da auf der Börse etwas rumgestöbert bin und euch jetzt nicht angesprochen habe. Tut mir leid, aber ich denke mal, da fließt jetzt kein böses Blut in der Hinsicht, ehrlich gesagt. Ja, ich habe auf jeden Fall ordentlich zugelangt. Eins möchte ich euch aber sagen, ich habe mit dem Retro Joe eine Challenge auf der Börse am Laufen. Was genau sich dahinter verbirgt, das erfahrt ihr jetzt bei seinem Kanal. Er hat ein Video hochgeladen, wir haben da mal wieder so eine kleine Zusammenarbeit geplant. Schaut bei ihm vorbei, ich habe wie immer unten seinen Kanal verlinkt. Es wird fantastisch auf jeden Fall. Es wird auch etwas von der Challenge hier auf diesem Kanal landen. Das heißt Unterhaltung pur für euch. Aber lange der Vorrede, ich will sagen, wir steigen mal sofort in die Pickups ein. Und zwar fange ich mit zwei Sachen an, die ich schon vor der Börse gekauft habe, bevor wir zu den ganzen Börsenquatsch kommen. Und zwar habe ich mir Yoshi's Woolly World geholt, wie viele wahrscheinlich von euch. Mir gefiel einfach dieser Grafikstil. Es ist so herrlich knuddelig. Natürlich, das Spiel ist, ja, so gesehen, wenn man Super Mario World 2 kennt, ist das sehr ähnlich. Wobei natürlich, Super Mario World 2 ist ein fantastisches Spiel. Also warum nicht von dem guten klauen oder sich inspirieren lassen, wie man es auch nennen will. Es ist ja nicht eigentlich geklaut, weil es ist ja auch von Nintendo. Auf jeden Fall steuert ihr Yoshi, müsst Eier um euch rumwerfen. Was für mich dieses Spiel aber größtenteils ausmacht, ist dieser fantastische Grafikstil. Alles ist so ein bisschen aus Pappe und gebastelt, so sieht's aus und so weiter. Wie als ob jetzt ein sechsjähriges Kind oder ob die so gut basteln können in dem Alter, weiß ich nicht. Ob sie das so schön alles gebastelt hatten. Super schön, sehr entspanntes Spiel, was man schön nach Feierabend zocken kann. Sehr, sehr schön. Kann ich euch nur jedem empfehlen. Guckt euch den Trailer an, der läuft jetzt hier. Super. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr eine Switch habt, kauft es euch. Momentan laufen die auch bei Mediamarkt und bei Amazon so 5 für 3 Aktionen. Holt euch das auf jeden Fall. Super Spiel zum entspannten Spielen nach Feierabend. Da habe ich mir noch ein Spiel geholt. Da muss ich mich aber schämen. Und zwar, ich weiß, ob ihr es so gut sehen könnt. Ich halte es mal hier so ran. Es ist noch eingeschweißt. Ich habe das Gefühl, das landet auf dem Pile of Shame, aber ich konnte nicht widerstehen. Ich habe irgendwas bei Amazon bestellt. Ich weiß gar nicht mehr, was genau. Und da habe ich das gesehen, der Blob übrigens. Und zwar für 15,90 Euro oder so neu. Und da dachte ich mir, okay, das fällt so unter meine physische Switch-Spiele, ach, Fuck-It-Grenze. Also diese berühmte Fuck-It-Grenze, so eine Preisgrenze, wo man sagt von wegen, ach komm, schadet nicht, nimmst du mit. Ja, es soll sehr schön sein. Ihr spielt halt so einen farbigen Blob und müsst halt eine Stadt in Farbe einfärben. Ja, Farbe einfärben macht Sinn, oder? Ja, ich werde bestimmt auf jeden Fall irgendwann mal reinspielen. Aber ihr seht es am Trailer, ist nicht verkehrt, ungefähr 15 Euro neu. Kann man nicht viel falsch machen, würde ich sagen. So, das waren die beiden Spiele, die ich mir vor der Börse geholt habe, weil ich bin natürlich
klug. Wenn ich auf die Börse gehe, dann versuche ich meine Ausgaben möglichst klein zu halten, weil ich weiß, dass man auf der Börse eher mal eskaliert. Und wenn ich mir den Haufen hier so rechts neben mir anschaue, ja, könnte sein. Aber wir fangen mal an. Und zwar habe ich mir ein kleines Büchlein gekauft, da bin ich jetzt bei einem Stand drüber gestolpert. Finde ich sehr schön, meine Sammlung Super Nintendo. Der Verkäufer meinte mir auch, es sind da auch andere Bücher und Systeme noch geplant. Und zwar ist das Buch relativ einfach aufgebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Ich gehe hier mal kurz ran. Ja, aber das ist mit dem Licht dann ein bisschen blöd. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt es sehen, dass halt bei jedem Spiel so eine kleine Tabelle aufgelistet. Jetzt macht er mich dunkel. Das ist nämlich das Problem an der Kamera. Die hat ja nämlich Gesichtserkennung. Und das Geile ist, den Panda, den erkennt er quasi als Gesicht. Und wenn ich so einmal denn etwas aus mein Gesicht aus dem Bildschirm ist, dann sucht er sich natürlich das nächstbeste Gesicht und denkt, das ist der Panda. Und dadurch, was er gesehen hat, wird es halt dunkler, weil er sich natürlich dann auf das Helle fokussiert und dadurch etwas abblendet. Deswegen muss ich immer etwas darauf achten, dass der Panda nicht fokussiert wird. Herrlich auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist hier halt so eine kleine Tabelle mit Modul, Zustand, schlecht, gut, sehr gut, neuwertig, kleine Bemerkung, ist die UVP dabei, ist die Anleitung dabei, ist Zubehör dabei, dennoch, was für einen Wert hat das, was für einen Preis habe ich es wann gekauft und so weiter, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht und da sind halt wirklich alle Spiele drin, dann kann man sich das mal so ein bisschen, ein bisschen aufschreiben, was man alles hat, was einem noch fehlt, wo man eine schöne Übersicht hat, ich mache das zwar alles elektronisch in so einer schönen Excel-Liste, aber so ein Buch haben, wo man alles nochmal reinnotiert, ist gar nicht so verkehrt eigentlich. Ne? Auf jeden Fall habe ich dafür 10 Euro bezahlt. Ihr könnt es bei Amazon auch kaufen wohl. Da kostet es, glaube ich, 11 Euro. Aber wie gesagt, andere Systeme sollen noch folgen oder gibt es schon. Da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Aber fand ich eigentlich ganz nett. Kann man ja mal mitnehmen auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wenn wir schon bei Super Nintendo einmal angefangen haben, dann gehen wir doch mal weiter. Und zwar, das erste Zugang ist Pitfall. Ja, Pitfall ist eigentlich fast ein No-Brainer. Pitfall ist ja eigentlich, zumindest mir bekannt, Mitte der 80er Jahre war das ja eines dieser großen Spiele auf dem Atari. Boah, keine Ahnung, nicht diese Zahlen, da komme ich immer durcheinander. Aber ich weiß, es ist ein sehr, sehr bekanntes Spiel und das ist die Super Nintendo Neuinterpretation davon. Und es sieht sehr schön aus. Da sieht es hier oben beim Spiel. Mensch, Panda. Deutsch. Also bei dem Spielvideo, was ich euch aufgenommen habe. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Ich bin aber auch eine gute Entschuldigung. Ich bin kaputt. Ich komme gerade von der Börse, hatte anderthalb Stunden Hinfahrt und Rückfahrt. Also wenn ich etwas verpeilter bin als sonst, habe ich eine gute Entschuldigung. Zumindest diesmal. So, jedenfalls Pitfall. Ihr seht es. Schöner Stil. Scheint sich gut zu spielen. Ist eine Art Action-Plattformer anscheinend. Also mir gefällt immer dieser Stil. Da spielt man rein und man fühlt sich gleich so... 16-Bit. Sie haben sich Mühe gegeben mit den Sprites. Animationen sind schön. Dann kann eigentlich gar nicht mehr so viel schief laufen, oder? So, dann habe ich ihn hier als nächstes. Nicht wundern, da sind noch teilweise die Plastikhüllen drumherum, weil ich die noch nicht alle in meine Sammlungsliste eingetragen habe. Und zwar Topspiel, 5 Euro. FIFA! FIFA 96. Ja, ist FIFA. Auch da habe ich kurz reingespielt. Ihr seht es hier oben. Ja, es ist gar nicht so kacke, wie ich dachte, glaube ich. Aber es ist halt ein FIFA, ne? Aber ich dachte mir, komm, für 5 Euro für die Sammlung schadet jetzt nicht. Ist natürlich jetzt kein super Top-Titel, den man jetzt unbedingt sucht und unbedingt haben will. Aber eigentlich hatte ich diesen Titel eigentlich eher gekauft, weil wegen der Challenge mit dem Retro Joe. Und zwar war es das erste Spiel, was ich gekauft habe. Und zwar haben wir halt so eine kleine Scheißspiel-Challenge. Quasi jeder hatte 10 Euro Budget. Und jeder musste dann jetzt ein Super Nintendo Multiplayer Spiel sich raussuchen, was scheiße ist. Womit wir dann wieder eine quält sich zusammen Folge machen. Und ihr könnt halt dann auch die Spiele verlosen, aber Details und so weiter, wie gesagt, Banjo auf dem Kanal. Und da dachte ich mir, okay, ich bin relativ unvorbereitet in die Challenge gegangen. Ich habe keine Recherche vorher gemacht, wonach ich jetzt suchen muss. Da dachte ich mir, okay, FIFA.
hast du schon mal was, 5 Euro, bevor du jetzt irgendwie nichts findest, so ein FIFA, die sind schlecht gealtert, kannst du nicht viel falsch machen. Das ist jetzt der Grund, warum ich das gekauft habe, auf jeden Fall. So, und als nächstes dann habe ich Bob. Ja, Bob, da sprach mich irgendwie das Cover an. Ich habe irgendwo mal ein Video gesehen oder keine Ahnung was, wo ich den gesehen habe, dass das Spiel gar nicht so verkehrt sein soll. Ich habe, glaube ich, irgendwo schon mal gesehen, dass es als Hidden Gem mal empfohlen wurde. Es war nicht teuer, obwohl für ein Super Nintendo Spiel schon etwas teurer. 17 Euro habe ich jetzt bezahlt. Ich habe beim Reinspielen gefiel mir das Spiel. Der Stil ist auch sehr liebevoll. Die Animationen sind sehr schön geraten, hat so ein bisschen so das Feeling vom Earthworm Jim ungefähr. Ist ein One-and-Gun, Plattformer One-and-Gun, wo es aber ist natürlich jetzt der Fokus nicht, wie es bei Probotector irgendwie auf die Dauer-Action gezogen wird, sondern eher so ein bisschen, man muss mal gucken, wo man hin will und so weiter. Macht auf jeden Fall einen sehr, sehr soliden Eindruck. Also da freue ich mich auch schon mal bei Gelegenheit einen Test zuzumachen. Hat auf jeden Fall mir beim Anspielen schon mal sehr viel Spaß gemacht. Sieht sehr sympathisch aus, auf jeden Fall. Dann als nächstes, das habe ich mir geholt, weil sich, der Panda wird wieder fokussiert, hallo. Ja. Entschuldigung, ich schneide es auch nicht raus, weil ich werde jetzt diese Folge jetzt auch nicht so übermäßig viel schneiden. Ich hoffe, es stört euch nicht. So, und zwar Joe & Mac Caveman Ninja. Und zwar, das habe ich mir geholt, weil sich das irgendwer als Test gewünscht hat. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wer das von euch war. Ich habe so eine Liste, wo ich das immer reinschreibe, von wem ist. Und als ich darüber gestolpert bin, dachte ich mir, hey, ein ganzes Kaufen, dann kannst du auch bald meinen Test dazu machen. Auch da habe ich jetzt reingespielt. Plattformer, auch sehr sympathisch. Ich bin beim Intro, war es von Elite? Nee, auf jeden Fall von einem Publisher. Das ist ein Amiga PC Publisher, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wenn ich das Logo sehe, dann wird mir gleich so wohl. Ich weiß, Elite, ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwas mit E war es auf jeden Fall. Ha, auf jeden Fall macht auf jeden Fall auch einen soliden Eindruck. Freue ich mich auch, einen Test dazu zu machen, auf jeden Fall. So, dann habe ich hier gekauft, war nicht teuer. Dachte ich mir, ja, Crap muss auch mal sein. The Incredible Hulk. Auch beim Reinspielen habe ich schon gemerkt. Ihr seht es, es sieht steif aus. Und genau so steuert es sich. Es ist ein Beat'em Up anscheinend. Ihr spielt Hulk und verkloppt zumindest im ersten Level Roboter. Also. Und irgendwie kommt da auch gar nicht so viel Fahrt rein. Weil ich stell mir vor, ich bin ja nicht so der Comic-Fan. Aber wenn ihr Hulk seid, riesen, massiv, Muskeln, ohne Ende, dann muss das wummern, wenn der eine Watsche gibt. Dann muss der. Und der muss zur nächsten Wand fliegen. Und hier ist es so. Tot, nächster. Tot, nächster. Also haben sie irgendwie die Wucht. Ist vielleicht mal ein Kandidat für Retro Panda, quält sich. Ich weiß es nicht. So, und beim nächsten Titel, das habe ich auch schon länger auf meiner Liste gehabt. Und zwar Zombies Ate My Neighbor. Das zählt ja schon lange, überall kursiert das rum als sehr, sehr guter Titel. Und zwar habe ich das jetzt relativ günstig bekommen. Für 25 Euro ist ein vernünftiger Kurs, denke ich mal. Und zwar habe ich das quasi dem Joe weggeschnappt. Oder er hat sich's wegschnappen lassen, sagen wir es mal so. Und zwar haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Ich war bei dem Spiel drüber gestolpert, aber ich war mir nicht sicher, 25 Euro, ist das ein guter Kurs oder nicht. Hab dann lieber ein bisschen weiter geguckt. Und als ich mich später mit dem Joe unterhalten habe, meinte er, ey, hast du das Zombies Ate My Neighbors für 25 Euro da vorne gesehen? Das hole ich mir jetzt mal. Ich dachte mir schon so, scheiße. Hättest du mal zugegriffen, hättest du das mal gewusst. Ne? Da sind wir halt zusammen zu dem Händler hingegangen. Und der Joe hat irgendwie gemerkt, dass ich auch durchaus Interesse hatte daran. Und meinte dann zu mir, hey, wenn du es haben willst, kannst du machen. Ne? Ich habe gesagt, komm, kauf ruhig. Ist in Ordnung. Ich finde das schon irgendwie. Meine Mini hier, nimm ruhig. Gut, wenn man es mir quasi so aufdrängt, dann kaufe ich das. Er hat sich dann quasi den Nachfolger davon am selben Stand geholt. Also sind wir, denke ich mal, beide glücklich. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an dich, Joe. Auf das Spiel warte ich schon länger. Und ja,
werde ich auf jeden Fall auch mal einen Test dazu machen. Also ich habe jetzt viele, viele schöne neue Testkandidaten. Ich habe so in letzter Zeit bei den Testkandidaten, ich gucke meine Excel-Liste durch, da habe ich auch markiert, welche Spiele ich jetzt schon als Review verwurstet habe und welches nicht. Und ich fehlt dann immer, okay, die müssen es noch und dann... Also wenn ich einen Test mache von einem Spiel, dann muss ich auch Bock dazu haben. Und das ist immer so verwinkt, nee, kein Bock. Aber hier habe ich jetzt so einige Kandidaten, wo ich so richtig heiß drauf bin. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ja, und als letztes Super Nintendo Spiel ist natürlich hier... großes Fragezeichen, das zeige ich euch extra nicht. Und zwar ist das quasi meine Wahl für unsere Trash-Challenge geworden. Was das genau ist, seht ihr beim Joe auf jeden Fall und bald natürlich dann auch die Gameplay sehen. Und das könnt ihr dann auch dann bald gewinnen. Hier, ich preise es euch mal an. Ne? Sehr schön. Aber welches das? Es fällt das fast runter. Oh, hier, ihr könnt es ja gewinnen. Pupp. Muss ja nicht sein. So, und dann sehe ich gerade, und zwar gab es auch eine Channel-Spende quasi von dem guten Joe. Aber ich weiß nicht, ob ich Danke sagen soll. Für die Switch NBA 2K18. Ich war irgendwie verwirrt. Er packt mir das so in die Hand. Hier für dich. Hä? Was soll ich damit? Wie für mich? Ja, hier für dich. Hä? Ja, hat das eigentlich mitgenommen, er wollte es bei dem Händler eintauschen, dass er noch was anderes mitnehmen kann. Der wollte es aber auch nicht haben, weil das Spiel wohl, ne, ist halt ein altes Sportspiel. Das ist genauso hier wie das FIFA 16, das will halt keiner haben. Und ja, hier hast du eine Challenge-Spende. Also, ich werde das aber nie spielen, das weißt du. Ich habe noch nie einen NBA-Titel gespielt. Naja, das war damals ein Fehlkauf, absolut. Die Serie mag ich eigentlich, aber das ist Mist. Uff. Habe ich NBA 2K18, keine Ahnung, ob ich es immer mal verlosen soll oder behalte, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das Spiel hat auf jeden Fall eine Beschriftung, die schon mal Müll ist. Darauf achte ich, wenn ich physische Switch-Spiele kaufe. Das versuche ich immer zu vermeiden. Und zwar, um diese Software nutzen zu können, wird ein Download 17 GB erforderlich. Damit habe ich ja einmal so in die Scheiße gegriffen mit L.A. Noire. Ich finde das nicht gut. Ich kaufe was physisch und muss dann erstmal ein Patch, okay, lasse ich mir gefallen. Auch wenn der Patch mal 2 GB groß ist. Gut, wenn er wirklich zur Verbesserung des Spieles dazu beiträgt, ist okay. Aber wirklich so das halbe Spiel da, nee. Also dafür brauche ich es nicht physisch. Aber geschenkten Gaul und sowas, ne? Habe ich was an dieser Stelle. Danke an dich, Joe. So. Und dann kommen wir zu zwei kleinen Spielen. Und zwar habe ich natürlich auch ihr seht es im Aufschnitt nicht, mein Game Gear. Habe mir zwei Spiele geholt. Und zwar einmal Woody Pop. Ja, für 6 Euro. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte diesen Titel irgendwie im Kopf. Ich glaube, weil ich das ja bei meinem Game Gear Launch ja Spieleübersichtsvideo das angespielt habe. Ja, ist ein Arkanoid oder beziehungsweise Breakout-Klon. Ja, macht einen solide TM-Eindruck. Mal gucken, für den Preis kann man nicht viel falsch machen, denke ich mal auf jeden Fall. Und dann noch Land of Illusion starring Mickey Mouse. Ja, die Sega-Disney-Spiele mit Mickey Mouse und Donald sind natürlich alle gut geraten. Von daher kann man da nicht viel falsch machen beim Reinspielen. Ihr seht's, es sieht sympathisch aus. Ansonsten wird es wahrscheinlich nicht viel anders sein als Castle of Illusion, was ich ja auch schon mal... habe ich da schon einen Test zugemacht oder nur ich habe einen Test dazu gemacht, oder? Für das Master System. Bah, ich habe mittlerweile so viele Spieletests. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles genau gemacht habe und was nicht. Schrecklich. Aber jedenfalls kann man damit nicht viel falsch machen. So, das waren jetzt alle Pickups vom Super Nintendo und vom Game Gear von der Börse. Und jetzt kommen wir zu den Game Boy Pickups. Wie ihr wisst, hat der Game Boy in meinem Sammlerherzen so ein bisschen besonderen Stellenwert. Und wenn ich da so nach rechts unten schaue, habe ich da auch die meisten Spiele, glaube ich, gekauft. Aber lange Vorrede, wir schauen gleich mal rein.
Und zwar fangen wir mal mit so ein bisschen Highlights an, würde ich sagen. Und zwar die Spiele hier habe ich beim guten Chico gekauft. Auch an dieser Stelle Grüße an dich. Es war fantastisch, dich jetzt auch endlich mal in echt zu sehen. Hast super faire Preise gehabt, super schöner Stand. Auch den Chico, den Kanal, verlinke ich euch unten, falls ich es nicht vergesse. Ich hoffe nicht. Wenn nicht, meckert, ich hole es sofort nach. Auf jeden Fall ein, glaube ich, so Highlight für mich, was ich gefunden habe, ist das Spiel Mercenary Force. Die habe ich jetzt alle mit Anleitung, hatte ja über. Und zwar blende ich da euch jetzt mal extra nochmal das Cover oben ein. Seht ihr das Cover? Das hat irgendwie sich an mich rangezogen. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde diese Gestaltung von dem Cover fantastisch. Es ist so zeitlos. Das passt so gar nicht in die Zeit. Und das Spiel ist von 1990 eigentlich. Und da musste ich einfach zugreifen. Obwohl ich das gar nicht wusste. Ich hatte Chico gefragt, hey, weißt du, was für ein Spiel das ist, auch weil das jetzt nicht gerade das günstigste Spiel ist. Und selbst Chico, ihr wisst, ich glaube, der hat ein Fullset auf jeden Fall. Ja, weiß ich gar nicht so, hat mir ein kurzes YouTube-Video gezeigt. Scheint jedenfalls sehr spannend zu sein. Und zwar habt ihr, ist das so eine Art rundenweise Shoot'em-up, wenn man das so bezeichnen kann. Ihr habt so eine Runde, wo ihr so verschiedene Einheiten kaufen könnt, bis zu 4 Stück, glaube ich. Ich habe auch nur kurz reingespielt, das heißt, wenn ich mich jetzt irgendwie irre, bitte verzeiht mir das. Und die habt ihr in einer Formation denn, also habt ihr verschiedene Klassen, ich schätze mal, die können verschiedene Sachen. Und habt dann so einen selbstscrollenden Shoot'em-up-Bereich, wo ihr euch dann durchschießt mit dieser Auswahl. Ihr könnt dann nur verschiedene Formationen durchwechseln und so weiter. Macht einen sehr, sehr geilen Eindruck. Also da habe ich wirklich Bock drauf, jetzt bald einen Test zu machen. Macht einen sehr, sehr coolen Eindruck und das Cover, ich weiß nicht. Ich finde es einfach fantastisch. Dann habe ich mir noch geholt Crystal Quest. Auch mit Anleitung für 7 Euro. Kann man nicht viel falsch machen. Von Data East, die machen ja eigentlich viel, viel gute Spiele. Ich habe kurz reingespielt, war etwas verwirrt. Wie ihr sehen könnt, man ist in einem Raum und muss halt Gegner abschießen. Ist also ein bisschen, nicht Arkanoid, Asteroids-mäßig. Nur halt, dass er nicht frei im Raum rumschwebt, sondern halt so Gegner abschießt. Bin noch nicht so ganz durchgestiegen, macht aber auf jeden Fall auch einen soliden Eindruck. Und dann habe ich mir noch geholt Donkey Kong Land 3. Ja, auch mit Anleitung für 10 Euro. Super fairer Preis auf jeden Fall. Wie ich vielleicht schon mal erwähnt habe, ich bin ja nicht so der über große Fan von diesen Donkey Kong Land Titeln auf den Game Boy, weil ich finde, dass diese Portierung von der Super Nintendo Grafik auf den Game Boy durchaus etwas gelitten hat, weil durchaus schon die Hintergründe etwas sehr unruhig sind und so weiter. Aber trotzdem ein sehr schönes Spiel. Ich habe ja mal den ersten Teil von der Trilogie getestet. Ja, anscheinend auf jeden Fall ist das ein guter Zugang, würde ich sagen. Und wie gesagt, super faire Preise, super sympathischer Kerl. Danke an dich, Chico. War schön, mit dir mal ein, zwei Worte wechseln zu können, auf jeden Fall. So, und dann habe ich mir noch, wo wir hier bei Anleitung sind und so weiter, etwas gegönnt, was ich schon länger im Auge hatte. Und zwar Super Mario Land in OVP. Wie ihr wisst, bin ich kein großer OVP-Sammler. Zustand ist okay. Ich habe das für alles drum und dran 35 Euro bezahlt. Ist, glaube ich, ein relativ normaler Kurs. Und zwar hatte ich Super Mario Land noch gar nicht. Ich hab zwar schon mal einen Test dazu gemacht, aber da hatte ich von einer Bekannten mir das Modul ausgeliehen. Und ich dachte mir, so ein besonderer Titel, der auch für meiner Kindheit ein absolutes Highlight war, das will ich in OVP haben. Und ja, hatten sie da gerade, also habe ich es mir mitgenommen. Zu dem Spiel an sich muss ich, glaube echt nichts sagen, oder? Ihr kennt es alle. Aber wie ihr kennt, man geht zu der Börse. Ich wollte eigentlich 2 andere Spiele in Gameboy OVP mir holen, aber die hatten sie leider nirgendwo, aber so ist es halt. Und zwar bin ich immer noch auf der Suche nach Photos of 4 in OVP und Link's Awakening DX in OVP. Aber dachte ich mir, gut, dann nimmst du wenigstens das als OVP mit, dann hast du da auch einen Wunsch abgehakt. Ja. Freue mich da auf jeden Fall, das wird dann hier schön ins Regal landen, wieder zu anderen. Hier habt ihr ja Zelda auf jeden Fall stehen. Das kommt bestimmt noch irgendwo so als schönes Objekt hin irgendwo. Ich muss gleich nochmal eine Schutzfolie drum machen, damit das auch alles schön geschützt ist. Auf jeden Fall Super Mario Land, muss ich nichts zu sagen, oder? Ja, und dann haben wir noch ein paar lose Module. Wie gesagt, ich habe echt einiges gekauft. Und zwar fangen wir an mit Adventure Island. Ja, ich glaube, gibt es ein System, wo das Spiel von Hudson Soft nicht portiert wurde? Ihr spielt natürlich den
Typen, dessen Name mir gerade zufälligerweise nicht einfällt. Ihr fährt Skateboard und ihr kennt's alle. Ich hab's schon mal den Game Gear Test gemacht. War es Game Gear? Ich bin mir nicht sicher, aber im Prinzip ist das Spiel überall gleich. Wobei bei dem Reinspielen auf den Game Boy fühlte es sich nicht ganz so gut an wie auf den Game Gear, muss ich sagen. Irgendwie, das Springen war etwas schwerfälliger, aber das kann jetzt nur ein erster Eindruck sein. Ich habe jetzt nur 2-3 Minuten reingespielt. Auf jeden Fall, das Spiel müssten auch wirklich die meisten von euch kennen. Dann hatte ich auch schon länger auf meiner Liste, Chase HQ. Ja, für 5 Euro kann man nicht viel falsch machen. Ja, Autorennspiel würde ich sagen, mit ein bisschen Story dahinter anscheinend. Ist sehr solide umgesetzt, ist natürlich kein Re-Rally, was sehr spät kam und natürlich super geil aussieht. Aber es hat diese typische hinten drauf Sicht und auf die scrollenden Straßen und so weiter. Ja, schätze mal, da wird auch irgendwann mal ein Test zu kommen. Sieht auf jeden Fall jetzt auch solide aus. Wundert euch jetzt nicht, ich werde jetzt auch nicht super, super, super lange in die Tiefe mit den Spielen reingehen, weil ich auch nicht weiß, dass das, ich will, dass das Video jetzt super, super lange wird. Und bei den meisten Spielen habe ich jetzt wirklich nur kurz reingespielt, um euch jetzt groß was dazu sagen zu können. Aber einen groben Eindruck habe ich immerhin. Dann Tom und Jerry 2, der Film, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob ich jetzt hier da das richtige Gameplay habe, als ich mir die... Also ich habe jetzt alles mit dem Emulator auf die Stände aufgenommen. Ob ich da jetzt die richtige ROM erwischt habe, aber scheint ein normaler, solider Plattformer zu sein. Fühlt sich jetzt nicht so super tip-top-mäßig an natürlich. Ja, so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, normale, uninspirierte Lizenzversoftung halt. Oh, wir haben einen Zeichentrickfilm, also machen wir jetzt irgendeinen 0815er Plattformer draus. Das scheint das so in diese Richtung zu gehen auf jeden Fall. Was nicht 0815 ist, ist Super RC Pro AM. Ich habe ja RC Pro AM auf dem NES geliebt, damals als Kind, und ausdauernd gezockt, hatte ich auch schon einen Test zugemacht. Ja, und das ist quasi der quasi Nachfolger auf den Game Boy, wo es quasi das Spiel auf den Game Boy gepackt wurde und ich glaube noch ein bisschen was hinzugefügt wurde, aber beim letzteren, da bin ich mir jetzt nicht so ganz so sicher, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht. Super Spiel, macht super viel Spaß, auch beim Reinspielen merkte ich sofort, wie ich da irgendwie hängen dran geblieben bin und eigentlich weiterspielen wollte, aber ne, Zeit, schnell Video raushauen, damit ihr das jetzt auch entsprechend sehen könnt. Habe ich auf jeden Fall mal Bock, mal ein bisschen mal in einer ruhigen Minute mal schön reinzuzocken. Ja, auch 5 Euro kann man nicht viel falsch mitmachen. So, sind wir schon beim vorletzten Spiel. Und zwar George Foremans K.O. Boxing. Ja, für 3 Euro. Ich wusste, dass das Spiel kacke ist. Und das habe ich beim Reinspiel auch nochmal gemerkt. Wieso? Also es ist quasi eine Art Punch-Out-Klon. Ich weiß nicht, ob man das Klon nennen kann. Also zumindest... erinnert es beim Anspielen sofort an Punch-Out, aber ohne auch nur ansatzweise dessen Qualität zu erreichen. Es ist vollkommen crap, man hat kein Gefühl danach, ob man jetzt einen Treffer reinbekommt oder aufsteckt und so weiter. Ist eher, glaube ich, auch wirklich ein Kandidat für Retro Panda, quält sich auf jeden Fall. Aber für 3 Euro, komm, für die Sammlung, fürs Fullset, nicht, dass ich jetzt das großartig anstreben würde, aber okay, wer weiß, vielleicht irgendwann, ne? Und das letzte Spiel, Elevator Action. Ja, Elevator Action, das ist ja auch so ein uraltes Spiel aus den Mitte 80ern irgendwann, arcade-mäßig. Wurde auf den Game Boy auch portiert. Macht auch von der Portierung her einen soliden Eindruck. Das heißt, ihr habt so meistens einen zentralen Fahrstuhl mit verschiedenen Ebenen oder auch mehrere natürlich, je nachdem. Und eure Aufgabe ist es denn, also in dem Hochhaus logischerweise, jetzt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung habt ihr keinen Fahrstuhl. Und ihr müsst dann halt mit diesem Fahrstuhl von Ebene zu Ebene Türen abklappern, sehen, ob was Verstecktes drin sind. Da sind natürlich auch noch Fieslinge da, die ihr bekämpfen müsst und so weiter. Aber ihr müsst halt immer diesen Fahrstuhl und so weiter taktisch einsetzen. Ja, ist auch ein solides Spielprinzip, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, und das waren die Pickups. Also, ich habe auf jeden Fall mehr gekauft, als ich wollte. Aber, also wenn man so den Haufen denn so sieht oder die zwischenzeitlich mal in der Börse in die Tasche reinschaut, die ich immer dabei habe, da denke ich mal so, oh, ah.
jetzt nichts mehr. Aber wenn das Angebot so da ist, das ist halt schwer zu widerstehen, sage ich mal. Ihr kennt es wahrscheinlich alle. Auf jeden Fall, also die Börse im Montabaur kann ich euch nur empfehlen. Die ist nicht so vollgestopft. Sie hatten auch in der Mitte da einen schönen Bereich mit dem Sofa und Kicker und so weiter, wo man sich dann auch mal ein bisschen in Ruhe hinsetzen konnte, sich unterhalten konnte. Bei so anderen Börsen ist es teilweise wirklich so, dass es wirklich so voll ist und man so durch die Gänge eher so gezogen wird, weil die Massen einen irgendwie mitschleppen. Das war wesentlich entspannter, da hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War, ich glaube, zum ersten Mal in dieser Location da, aber da könnt ihr ruhig bleiben. Wenn der Veranstalter zuschauen sollte, super, macht so weiter, hat viel, viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und wie gesagt, dass ich euch so viele Mal sehen konnte. Allein dafür hat es sich schon gelohnt. Aber ich habe jetzt euch genug Spiele gezeigt. Ich möchte euch noch einen wunderschönen Tag wünschen. Egal, was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal, ihr fantastischen Menschen. Macht's gut.